Also die Scheiße hat schon vor 40 Jahren nicht funktioniert. So. Ja. Wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich dem anderen sofort und gerade jetzt mehr als früher, weil die Leute haben heute keine Geduld mehr. Hallo und herzlich willkommen zu diesem sehr besonderen Video, denn heute habe ich einen Gast wieder bei mir, den ich jetzt da, ich habe nachgeschaut, fast Jahrzehnte nicht gesehen habe. Ich halte etwas in die Kamera und er wird dann gleich schmunzeln. Unser letzter Kontakt, damals noch mit Bart, ja, 2012 bei einem Event. Ja. So haben sich unsere Dinge verändert. Deswegen mal ein schönes Hallo an den Michael Strachowitz. Hallo, ich grüße euch, ich grüße Sie frisch rasiert und ohne Oberlippenbart. Ja. Seit wann ist der Oberlippenbart jetzt da weg? Oh, das Datum weiß ich mehr. Ich mindestens schon 2, 3 Jahre, aber wo ich dann gemerkt habe, die werden noch grauer als meine Haare, habe ich gesagt so. Also Schnurrbart färben, keinesfalls. Also okay. Ich hab dann sogar noch weiter geschaut, wie wir per E-Mail Kontakt aufgenommen haben wieder, ja. Da ist dann von Ihnen so gekommen, dass die letzte Erinnerung gemeinsam am Flughafen in Rumänien. Und ich habe extra rausgesucht im Terminkalender, wann das war, nämlich das war der 20. Juni 2010. Ja? Und so diese kleine Hintergrundgeschichte, der Herr Strachowitz und ich haben gemeinsam damals Seminare gemacht für einen gemeinsamen Kunden und ich war dann am Wochenende in Rumänien, in Bukarest und stehe am Sonntag in der Früh am Flughafen Bukarest und denke mir, ich höre da eine Stimme, die kommt mir bekannt vor. Ja? Dreh mich um, steht der Herr Strachowitz dann hinter mir. Ja? Also das war wirklich sensationell. Unglaublich. Für mich hat auch schon der Blitz genommen. Das gibt's nicht. Wie klein ist eigentlich die Welt? Ne? Ja, und das Schöne war ja, weil ich wollte ihn sowieso am Sonntag anrufen, weil am Montag ist er nach Graz geflogen, damit wir das Ganze abstimmen können, wie wir es mit dem Seminar machen. Ja? Also wirklich witzig. Da erinnere ich mich nach wie vor gerne daran, weil so, es gibt ganz selten zu, weil im Flughafen ist ja nun nicht gerade so ein kleines Gebäude. Ne? Und ja. Aber starten wir jetzt einmal hinein in das Ganze. Wir möchten uns ja heute über das Thema Network Marketing unterhalten, von den Anfängen, wie das Ganze begonnen hat und der aktuelle Zeitraum, wie ist momentan die ganze Network-Marketing-Branche und wie schaut es in der Zukunft aus, welche Möglichkeiten gibt es ja? Und der Herr Strachowitz ist ja, darf man Urgestein sagen? Weil es ist ja wirklich lange, ja, es ist, ich hätte fast schon gesagt, Sie sind so lange in der Branche, so alt wie ich bin. Ja? Weiß nicht, ich meine, Sie sehen natürlich wesentlich jünger aus. Ich bin, danke. Ja, natürlich. 43 Jahre in der Branche. Ja, nein, ich werde 40. Ja. Oh, oh. Also war ich damals noch gar nicht geplant, wie Sie in die Branche gekommen sind. Okay. Das heißt, Sie sind Baujahr 80 sowas. Ja, 81. Ja. 81. Ja, da waren wir ja fast schon an der Spitze in unserem... Ich wollte gerade sagen, ja, weil Sie haben 1977 begonnen, ja, bei Amway und nach 5,5 Jahren mit 22.000 Partnern. Ja, ist richtig. Das stimmt. Ja, Wahnsinn. Wie hat es damals alles begonnen? Generell die Network-Marketing-Branche. Erzählst du ein bisschen was drüber? Ja, das gibt ja diesen schönen US-Film, das war der Wilde Westen. Das könnte man auch hier sagen. Network-Marketing oder damals hieß es ja MLM, also Multi-Level-Marketing, kam erst so Anfang der 70er Jahre überhaupt nach Europa. Das heißt, die ersten Firmen von USA kamen nach Irland und England, so sind dann rüber gehüpft nach Holland, Niederlande. Da darf man ja alles verkaufen, auch heute noch. Und wenn es da geklappt hat, dann sind sie in den Rest des Kontinents. Und so ist es in Deutschland, ist unser Unternehmen, unser Partnerunternehmen von damals, nämlich die Firma MW 75, gestartet. Das heißt, da haben sie die Firma eröffnet und 76 mit dem Aufbau begonnen. Und wie gesagt, 77 sind wir dazu gekommen und hatten natürlich einen großen Vorteil. Okay. Wir konnten den Leuten sagen, hast du schon mal was von MW gehört? Nee, nie gehört. Deswegen müssen wir uns zusammensetzen. Das kann ein paar Jahre machen. So. Aber nach 5 Jahren war das natürlich auch vorbei, weil das Wachstum war groß und dann kannten es die Leute damals schon. Ja. Aber es war einfach, sich für ein Unternehmen zu entscheiden. Ich meine, mir hat es damals ganz gut gefallen, aber es gab auch nicht mehr. Mhm. Also es gab vielleicht eine Handvoll Unternehmen, wo man anfangen konnte. Und
Also ich glaube, 3 oder 4 gab es. 2 waren Verbrecher. Einen gab es dann nicht, schon gleich nicht mehr. Und so sind wir bei dem Unternehmen geblieben und haben da aufgebaut. Da fällt mir jetzt so spontan eine Frage ein. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, weil es damals so wenig Auswahl gegeben hat im Vergleich zu heute? Also aus jetzt gerade aus aktueller Sicht, ich sage jetzt mal so die letzten 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen, es ist ein Vorteil. Denn das wissen wir auch aus der Mentalforschung, aus der Hirnforschung, je mehr Optionen der Mensch hat, umso unglücklicher ist er. Und umso schlechter kann er sich entscheiden. Habe ich gerade neulich einen Artikel gelesen, die optimale Zahl, um sich zu entscheiden, ist maximal 7. Wenn du mehr Möglichkeiten hast, dann entscheidest du dich gar nicht mehr. Mhm. Also würde ich sagen, ja, ist ein Vorteil, denn heute gibt es hunderte von Firmen und es ist heute sehr viel schwieriger, sich für das passende Unternehmen zu entscheiden. So, gerade wenn man neu ist, kennt man ja die Kriterien noch nicht, nach denen man sich entscheiden sollte. Ja. Wie haben Sie damals dann aufgebaut oder wie war Ihre Daily Routine? Ich habe auch das Buch jetzt da, die Basics. Ja, genau. Da ist auch die Geschichte drinnen, wieso das Amway, oder vielleicht können Sie das ja kurz erzählen, wieso Amway generell für die Vertriebsbranche so wichtig war, was da im Hintergrund alles passiert ist. Ja, ich denke, fangen wir mit dem wichtigsten Punkt an, warum es immer noch Bedeutung hat, wegen eines Rechtsstreites. Also Network Marketing oder damals MLM arbeitete in einem rechtsfreien Raum. Dazu muss man auch vielleicht ein bisschen das amerikanische Justizsystem verstehen. Bei uns in Europa denkt man erstmal über Dinge nach, dann wird ein Gesetz gemacht. So. In Amerika machen sie erstmal gar kein Gesetz, sondern die fangen einfach mal an, hauen rein und dann kommt einer und sagt, nee, das geht jetzt gar nicht und dann macht er eine Klage und dann wird gestritten. Und anschließend, nach dem Urteil, wird dann das weitere Prozedere entschieden. Und genauso war es damals. Die Federal Trade Commission, FTC, sowas wie bei uns die Handelskammer, hat einfach gesagt, die Multileveler, das sind alles Ganoven, ist alles illegal, jetzt, wir sperren da alles zu. Und es gab etwa 30 verschiedene Firmen im Markt. Und MW war damals schon sehr erfolgreich, haben 1959 schon begonnen. Und das, was ich gerade erzähle, das passierte 1975. Also die waren schon groß und hatten auch entsprechend Geld und haben gesagt, das wollen wir jetzt erstmal gerichtlich feststellen lassen. Und dann gab es einen 4-jährigen Rechtsstreit und der endete dann mit einem Spruch, mit einem Urteil vom höchsten amerikanischen Handelsgericht und hat festgestellt, dies ist ein durch und durch legales Geschäft. Und danach hatten wir einen Boom. Ist auch kein Zufall, also in Amerika gab es dann also schlagartig hunderte von Firmen und ist auch kein Zufall, dass es dann nach Europa kam. Mhm. Also diese Rechtssicherheit. Bei uns gab es zwar noch keine entsprechenden Gesetze damals, aber man hat sich dann einfach an dem angelehnt, was da drüben passiert ist. Später kam dann auch die Gesetzgebung bei uns hinterher. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist. Bei uns in Deutschland ist es das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Paragraph 16 Absatz 2, wo das geregelt ist. Also das Thema ist jetzt eigentlich durch. Das ist ein legales Geschäft. Das, was mir gerade so jetzt da auffällt, das heißt, Sie waren ja wirklich in dieser Phase beim Rechtsstaat wirklich mitten dabei, wo Sie da Informationen wahrscheinlich so mitbekommen haben. Naja, unser Sponsor war schlau, der hat uns abgeschirmt. Ja, ja. Das spielte sich ja alles in den USA ab. Ja, ja. Wir waren 1978 das erste Mal drüben und haben es angeschaut, haben es aber nicht mitbekommen. Okay. Also wir konnten hier einfach mal so arbeiten. Aber wir hatten natürlich genau diese Vorurteile, die es am Anfang gab. Und das finde ich jetzt wieder spannend im Vergleich früher zu heute. Das gibt es immer noch. Schneeballsystem, Pyramidensystem und alle sagen, ist irgendwas Komisches an der ganzen. Ja, ja, ja. Wobei auch das eigentlich schon längst vom Tisch ist, erstmal gesetzlicherseits, andererseits zeigt es wieder, dass immer noch die Menschen nach dem alten Prinzip leben. Bitte verschonen Sie mich mit Tatsachen, wozu habe ich meine gepflegten Vorurteile. Ja, genau. Ja. Es ist spannend. Ja, wie hat man denn damals aufgebaut? Also mit welchen WhatsApp-Gruppen und Social-Media-Accounts hat man sein Geschäft aufgebaut? Ja, wir haben da Werkzeug benutzt. Darf ich mal schnell aus der Kamera rutschen, um das hier mal ein bisschen vorzuführen. Ich weiß nicht, ob ihr
Ja, Sie schon, aber die jungen Leute, die kennen diesen Datenträger vielleicht gar nicht mehr. Ich halte mal in die Kamera. Datenträger, ja. Also Datenträger. Wir nannten das damals Papier. So. Und das Papier haben wir dann sozusagen zubereitet. Es wurde erstmal bedruckt, geschrieben, zubereitet. Und dann haben wir es in einen nicht-digitalen Container gesteckt. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Wir nannten es Kuvert. Ja, und dann hatten wir noch etwas, aber das kennen die jungen Leute auch nicht mehr. Vielleicht kennt ihr noch das von den Erzählungen eurer Großeltern. Ein Gerät, das eine Wählscheibe hatte. Ja, ja. Man nennt es Telefon. Es hieß damals noch Telefon. War an einer Schnur befestigt. Ich glaube, heute sagt man Festnetz dazu. Das war das Einzige, was wir hatten. Also wir haben telefoniert wie die Weltmeister. Telefon war damals übrigens noch mit Zeitabrechnung. Und das war auch ein Kontrollinstrument, ob unsere Leute gearbeitet haben. Wir haben uns monatlich die Telefonrechnung zeigen lassen. Und wenn da einer unter 1000 D-Mark angerückt ist von den Führungskräften, haben wir gesagt, was bist du für eine faule Sau? Du hast offensichtlich nicht anständig gearbeitet. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Heute kannst du mit Flatrate kannst du um den Globus telefonieren, kostet dich so gut wie gar nichts. Ne? Also wir haben viel telefoniert. Wir haben unsere Autos nicht zu Schrott gefahren, aber kaputt gefahren. Also als Führungskraft 70, manchmal sogar 100.000 Kilometer im Jahr war absolut üblich, damit wir mit den Leuten reden konnten. So. Gerade wenn das Geschäft gewachsen ist und wir hatten dann Schulungszentren an 70 verschiedenen Orten in Deutschland. Wir waren also Tag und Nacht unterwegs. Aber das kennen Sie ja, Stichwort Bukarest. Ja, genau. Und haben da eben unsere Präsentationen beziehungsweise Schulungen und Meetings gemacht. So. Ja. Aber was mir jetzt so einfällt oder so durch den Kopf geht, ich glaube, durch diese ganzen neuen technischen Möglichkeiten, ja, hat es das Geschäft noch mehr erschwert, oder nicht? Früher hat man es einfach gemacht, jetzt ist man so reizüberflutet mit Informationen und allen möglichen Dingen. Ja, ich glaube, es ist verführerisch, dass wir heute diese Möglichkeiten haben. Und deswegen wird das nicht mehr benutzt, was am wirkungsvollsten ist. Ich meine, wir zwei schauen uns jetzt ins Auge. Wir hören unsere Stimme. Damit kriegen wir Emotionen. Ja, ja. Aber Nachrichten und Kurznachrichten verschicken und da kann ich 25 Smileys draufkleben, das weckt keine Emotionen. Ja, und ja. Wenn ich eine Nachricht verschicke, auch auf so einem kleinen Bildschirm, so, da kriege ich auch nicht das transportiert. Ich meine, jetzt, wir sitzen beide vor einem größeren Computerbildschirm, aber es hat immer noch nicht die gleiche Wirkung, als wenn wir uns wieder mal am Flughafen treffen würden und einen Kaffee trinken. Ja, ja. So. Deswegen sagen wir auch immer scherzhaft heute so WhatsApp, Telegram, Signal und andere Kurznachrichtendienste, das ist sozusagen das Telefon der Feiglinge. Ja. Weil sie verstecken sich hinter diesen Dingen, anstatt einfach mal wieder den Hörer in die Hand zu nehmen, was vielleicht gar nicht alle wissen. Man kann mit solchen Geräten auch telefonieren. Ja. Ihr solltet das mal probieren, es geht. Die Stimme wieder einsetzen, weil dann brauche ich viel weniger Menschen, um die zu finden, die wirklich wollen, weil die Botschaft unmittelbarer ankommt. Ja, und da habe ich jetzt dann nämlich in der Vorbereitung vorher ein kurzes Video gesehen, eine Minute, der Fisch oder der Köder muss dem Fisch schmecken. Zu dem vielleicht kurz einmal was sagen, ja? Das ist richtig. Das hat sich übrigens nicht geändert von damals. Also die Geschäftspräsentationen sind heute immer noch grauenvoll schlecht. Wieder. Die Leute fangen an, so, dann machen sie entweder einen Folder auf oder machen ihr Laptop auf und das Erste, was man sieht, ein tolles Produkt, eine tolle Firma, vielleicht ein Kopf vom Gründer und sagt, das sind wir, wir sind die Größten, willst du mitmachen? Also die Scheiße hat schon vor 40 Jahren nicht funktioniert. So. Ja. Wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich dem anderen sofort und gerade jetzt mehr als früher, weil die Leute haben heute keine Geduld mehr, sofort auf den Punkt kommen und sagen, was bringt es dir? Was ist der Nutzen davon, dass du dich mit mir einlässt? Und das muss ich innerhalb von einer Minute transportieren, sonst klickt der sofort wieder weiter. Mhm.
Also ich muss mir vorher mehr Gedanken machen über den anderen. Und ja, manchmal habe ich so den Eindruck, das ist unpopulär geworden. Die meisten Menschen machen sich nur noch Gedanken über sich selber. So. Aber wenn wir uns vorher eine Minute Zeit nehmen und über den anderen nachdenken, so, wen rufe ich denn an? In welcher Situation ist denn dieser Mensch? Was hat denn der für Probleme? Mit welchem Aspekt meines Geschäftes könnte ich dessen Probleme lösen? So. Oder wenn es um Produkte geht, so, was könnte mein Produkt dem tun, um dessen Leben zu verbessern? Und wenn ich das dann bringe, so, dann habe ich die Aufmerksamkeit. Ja. Ja, aber das machen die meisten nicht mehr. Das ist alles so, man schickt auf Social Media Freundschaftsanfragen raus, 5 Minuten später bekommt man schon das Angebot zum High-Business, wo man dabei sein kann, obwohl man sich gar nicht mit dem Menschen noch beschäftigt hat. Ja? Also ich bekomme da leider täglich solche Dinge, wo man dann denkt, Leute, und das ist auch wieder so das Schlimme dann, das bringt die gesamte Branche wieder in Verruf. Wie wird da gearbeitet? Ja. So ist es. Da kann ich auch ein Beispiel von früher bringen, das wiederholt sich. Das finde ich interessant, nur okay. Mit Medien. Wir haben damals zum Beispiel, wo wir angefangen haben, Geld zu verdienen, haben wir auch Geld in die Hand genommen und Werbung gemacht. Damals noch ganz altdeutsch, Kleinanzeigen in der Zeitung. Ja. Und da habe ich das erste Mal etwas über das Gesetz der Duplikation gelernt, die es in diesem Geschäft gibt. So. Die Leute, die wir gesponsert haben, haben verstanden, verstehe, man muss Anzeigen machen. Es hat also etwa ein Jahr gedauert, dann hatten wir in der Augsburger Allgemeinen 2 ganze Zeitungsseiten, Kleinanzeigen, alle vom gleichen Unternehmen. Das war tot. Und heute ist das ja noch viel schlimmer bei den Reichweiten, die Leute heute haben. Jemand wird dann über Social Media ins Geschäft gebracht. Das Erste, was er macht, ist, er ballert sofort 150 Nachrichten raus an all seine Leute. Wenn die das dann auch machen, dann wird also hier die gesamten Plattformen werden gespammt. Mit der Folge, dass einige Plattformen übrigens schon sehr restriktiv gegenüber Network Marketing sind. Also ich denke, wir müssen zum Teil zurück zur zwischenmenschlichen Kommunikation, wo man wirklich wieder miteinander reden. Ja. Wenn man das Geschäft jetzt so schnell aufbaut, wie stabil ist es denn dann? Also wir waren nicht besonders schnell, das möchte ich mal gleich sagen, falls Sie mich dann in Verdacht genommen haben. Nein, überhaupt nicht. Mit diesen 5,5 Jahren jetzt oder was? Das ist für mich Durchschnitt. Absolut durchschnittliche Leute. Ich habe ja dann später, seit 25 Jahren mache ich ja Training und Coaching und Beratung und die ganzen Top-Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, irgendwo ähnlich. Ja. Also die schnellsten waren in 3,5 Jahren dort, das war dann schon stabilitätsmäßig wackelig. Ja. Die meisten haben tatsächlich so irgendwo zwischen 4 und 7 Jahre gebraucht, um an die Spitze zu kommen. Und wenn einer länger gebraucht hat, dann habe ich mir das auch angeschaut und habe ich festgestellt, da waren viele in einer Plateauphase. Das heißt, sie haben dann, sagen wir mal, eine mittlere Managementposition erreicht, haben gut verdient, vielleicht sogar schon 5-stellig. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus einer Ecke komme, wo ich vorher 3.000 verdient habe und ich verdiene jetzt 10.000 oder 12.000, dann ist die Versuchung groß, dass ich mich erstmal entspanne. Dann waren die da ein paar Jahre und dann haben sie weitergemacht. Darum haben sie so lange gebraucht. Aber wenn man die aktive Zeit der Leute zusammenrechnet, sage ich heute, in 5 Jahren bist du an der Spitze. Mhm. Und wenn es schneller geht, wie gesagt, wenn es nur darum geht, Leute ins System zu hauen und die dann sich selbst überlassen, dann hinterlassen wir verbrannte Erde. Vielleicht schaffe ich schneller ans Ziel, aber ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiges, stabiles Geschäft ist. So. Das ist ja noch, und dadurch kommen noch genau diese ganzen Vorurteile von der Branche. Du baust das auf mit Hype 2, 3 Jahre, dann bricht es wieder zusammen. Dann nennen es immer so gern die Network-Söldner, ja, die von einem Unternehmen zum nächsten gehen, alle 2, 3 Jahre. Und witzigerweise, wenn man da, so wie wir 2 schon lange in der Branche drinnen sind, du kennst ja gewisse Namen und dann denkst du, jetzt ist er da, dann redet er das beste Geschäft überhaupt mit dem tollsten Produkt. 3 Jahre später ist das ist so. Und wenn ich ehrlich bin, jetzt bin ich seit 20 Jahren in der Branche, 22 Jahre, mit kurzer Unterbrechung. Aber wenn du ein Networker-Herz hast, ja, dann lässt dich der Vertrieb nicht los. Du brauchst es irgendwie mit Menschen zu arbeiten, den Menschen was weiterzugeben. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du ein Produkt hast, das du nicht erklären musst, das du wirklich, das in dir drinnen ist, dass das Produkt in dir lebt. Klingt das komisch? Ich sage mal, das ist der Riesenvorteil in unserer Industrie, weil ein Networker
ist in der Regel auch immer gleich sein bester Kunde. Mhm. Und das halte ich für einen Riesenvorteil, weil dadurch kommt die Überzeugung. Wenn wir jetzt mal so einen klassischen Handelsvertreter nehmen, gerade im Business-to-Business-Bereich, mhm. der braucht sehr viel Kraft, um zu abstrahieren. So, also als angenommen, Herr Stratner, Sie würden schwere Baumaschinen verkaufen. Ich glaube nicht, dass Sie Ihren Vorgarten mit irgendeinem Scraper bearbeiten. Also muss ich mich da erstmal hineinfuchsen, ja. um die Vorteile zu erkennen. Wenn ich aber ein Produkt habe, was ich selbst nutze, wo ich begeistert von bin, dann brauche ich mich um die Überzeugung gar nicht zu kümmern. Die ist dann einfach da. Und das wirkt besser als jede Verkaufstechnik. Ja. Welche Tipps können Sie geben Leuten, die jetzt da komplett neu in der Branche stehen? Aber es gibt ja auch jetzt immer noch Menschen, die noch nie im Network was gemacht haben. Ja? Welchen Step-by-Step-Plan? Ja? Ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie lange unsere Sitzung hier ist. Also ich habe den Kurs vorbereitet, den kennen Sie übrigens auch. Der dauert insgesamt 18 Stunden. Also wir können das ein bisschen abkürzen. Ja, ja. Alles klar. Na, aber erst einmal, bevor ich da jetzt konkret darauf antworte, da steckt auch schon etwas anderes drin, was viele Leute beschäftigt. Die sagen, ja, wenn es die Branche schon so lange gibt, habe ich dann überhaupt noch Chancen? Ja. Das ist hochinteressant. Sie haben es übrigens vorhin auch schon erwähnt. So, Sie sind geboren worden, da waren wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Wir in Deutschland haben, und das kann man jetzt umrechnen auf, sehr einfach umrechnen auf Österreich, wir haben jedes Jahr 800.000 bis 1,1 Millionen junge Menschen, die ins geschäftsfähige Alter kommen. Mhm. Wenn wir das jetzt mal umrechnen auf die Bevölkerungszahl, wir haben 82 Millionen, ich glaube, ihr habt irgendwo 7 oder 8 Millionen. Ja. Mhm. Ja? Okay, dann habt ihr jedes Jahr, nur in Österreich, habt ihr jedes Jahr 100.000 junge Leute, die noch nie was von Network gehört haben, die ins Erwachsenenalter kommen, die das Geschäft machen können. So, also deswegen, es wird sich nie totlaufen, weil es immer wieder neue Leute gibt, die für ihr Leben eine Chance suchen. Und ja, die Step-by-Steps sind eigentlich ziemlich einfach, weil das Geschäft so simpel ist. Es ist ein Geschäft mit Menschen und zwar mit vielen Menschen. So, ich halte nichts davon, jemanden mit allen möglichen Tricks zu überzeugen. Ich halte viel davon, so viele Leute wie möglich zu fragen, damit ich die finde, die gerne und freiwillig mit mir den Weg gehen. So, also wir brauchen hier, das ist vielleicht gleich eine Beruhigung für viele, wir brauchen hier keine ausgefeilten Verkaufstricks oder Rhetorikseminare oder so ein Quatsch, aber wir brauchen viele Leute. Und deswegen ist der erste Schritt, dass jeder erstmal aufschreibt, mit welchen Leuten hatte ich denn schon Kontakt? Und da kommt jeder von uns, je nach Lebensalter, auf 300 bis 800 Leute. Wir haben das also hunderte Male gemacht, immer wieder die gleiche Zahl. So, damit ich einfach mal etwas habe, womit ich anfangen kann. Ein Riesenvorteil für Network Marketing. Ich fange also mit Leuten an, wo schon eine, wenn auch nur ganz kleine Beziehung besteht. Und Beziehung ist das Wichtigste. So. Und deswegen empfehlen wir jeden, fang in deiner Umgebung an, damit du dein Geschäft lernst. Viele sagen ja, nee, ich gehe da gleich in den kalten Markt, ich hau da gleich was in Social Media raus oder ich gehe und spreche Fremde an. Wenn du noch nie im Vertrieb warst, ist das eine ziemlich tödliche Angelegenheit. So, weil du gar nicht weißt, wie die Menschen ticken. So, wem sage ich das, Herr Stratner? So, also deswegen fang mit den Leuten an, die du kennst. Ein paar werden mitmachen, viele werden sagen, du spinnst, aber das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass du dein Geschäft lernst. Du lernst, wie ticken die Leute, was antworten die, welche Fragen haben sie, welche Einwände haben sie, welche Vorurteile haben sie. So. Und da kann ich mich jetzt vorbereiten, um meinen Beruf zu erlernen. So, das heißt also, ich fange an, Leute zu sammeln. Erst einmal bei denen, die ich kenne, damit kann ich schon mal 1, 2, 3 Jahre arbeiten. Dann lade ich sie ein zu einer Präsentation. Kommt ein nächster Vorteil, Network Marketing. Wir haben immer jemanden, der an unserem Fortkommen interessiert ist. So, dieser nennt sich Sponsor, Betreuer oder wie auch immer. Die Person, die uns ins Geschäft gebracht hat, wird uns auch helfen. Und wenn es die nicht ist, weil sie selber noch neu ist oder es nicht kann, dann gibt es darüber einen sogenannten Upline. Irgendwo in dieser Generationenphase gibt es jemanden, der uns dabei hilft. Ja, dann führe ich dem meine Interessenten zu, der macht das 3, 4, 5 Mal, dann weiß ich, wie so ein Gespräch funktioniert. Zack, kann ich selber machen. So, und dann finde ich neue Leute fürs Geschäft.
Und wer nicht mitmacht, so haben wir es zumindest immer gemacht, lass uns mit der schwierigsten Aufgabe beginnen. Die schwierigste Aufgabe ist immer, Menschen vom Geschäftskonzept zu überzeugen. Die einfachere Aufgabe ist es, die Leute von den Produkten zu überzeugen. Mhm. Und deswegen haben wir immer diejenigen, die gesagt haben, nee, will ich nicht und was weiß ich und vielleicht irgendwelche Vorurteile oder Probleme, gesagt, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, alles wunderbar, und haben das Thema gewechselt. Und gesagt, aber möglicherweise sind Sie ja daran interessiert, lieber Interessent, sich besser zu fühlen, gesünder zu leben, oder ich bin dann auf den Nutzen der Produkte und Dienstleistungen losgegangen, mhm, mit Ziel, der nicht mitmacht, soll unser Kunde werden. Und da gibt es auch statistische Werte von 3 Leuten, denen ich das Geschäft erkläre. Einer macht mit, einer wird Kunde von meinen Produkten oder Dienstleistungen, einer macht gar nichts. Ich finde, das ist eine ganz gute Quote. Und dann bleibt nur noch ein Job zu tun, nämlich den Neuen bei seinen ersten Schritten zu helfen. Und wenn ich das Glück habe, beim Unternehmen zu sein, wo bereits eine Infrastruktur besteht, das heißt also regelmäßige Geschäftspräsentationen, Schulungen, Ausbildungsmaßnahmen, dann schleuse ich den einfach nur in das System ein und das System sorgt dafür, dass er wachsen kann und dabei lernt. Und irgendwann nutzt er nicht nur das System, sondern wird dann mit Träger des Systems, indem er dann selber Präsentationen macht, selber Schulungen macht und das tut, was er selber genossen hat, und dann wiederum den Neuen zu helfen. Ich finde es eine großartige Idee. Die Hilfe in diesem Geschäft ist ins System eingebaut, weil wir werden nur dadurch erfolgreich, dass wir so vielen anderen Leuten wie möglich dabei helfen, so erfolgreich wie möglich zu werden. Deswegen liebe ich das Geschäft nach wie vor, auch nach über 4 Jahrzehnten. Mir fällt da wieder mein Lieblingszitat ein: Führe andere Menschen zum Erfolg und du wirst automatisch erfolgreich. Und das Schöne ist ja wirklich dieses Ego-Denken hinten anstellen, anderen Menschen helfen und für dich ist dann eh gesorgt. Und das Zweite, ich habe mir das wieder so aufgeschrieben als Bestätigung, was ich zu meinen Leuten immer gesagt habe: Fangt immer mit dem Business an, erklärt den Business-Teil. Ja? Und klären es kurz auf, wieso. Wieso, dass man immer mit dem Business-Teil oder mit dem Geschäft erklären anfangen soll. Für mich eine ziemlich logische Sache. Gerade wenn ich wirklich ein Geschäft aufbauen will und nicht nur ein Taschengeld verdienen will, so, dann funktioniert das nur, indem ich mich dupliziere. Ja. Wer mit den Produkten anfängt, findet Kunden, was übrigens viel leichter ist, überhaupt kein Problem ist. Aber wenn ich nur mit Kunden arbeite, habe ich ein Problem. Dann bin ich Verkäufer und ein Verkäufer tauscht Geld gegen Zeit. Da Zeit limitiert ist, habe ich ein begrenztes Einkommen. Und deswegen hängt die Arbeitsweise von meinen Zielen ab. Wenn jemand sagt, du, ich will ja gar nicht so viel, Hauptsache ich habe ein paar hundert nebenbei, dann sage ich, du, mach dir das Leben nicht schwer, fang gar nicht an zu sponsern, geh einfach los, such ein paar Kunden, die mitmachen und alles ist gut. Das Geld verdienst du fast im Schlaf. So. Aber wenn einer mehr vorhat, dann sollte er zunächst mal anfangen, das Geschäftskonzept zu erklären, denn Kunden kriegt er immer. Der Kunde war nie ein Problem. Wenn der Kunde ein Problem wäre, wenn es also niemanden gibt, der das Produkt benutzt, dann wäre die Firma bereits nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder tot. Die gäbe es dann gar nicht mehr. Und insofern also ist es eine fast natürliche Reihenfolge. Und so baue ich beides auf. Während ich den Vertrieb aufbaue, die sogenannte Downline, sozusagen im Windschatten, baue ich auch einen Kundenstamm auf. Wie hat es jetzt, da kommen wir zum nächsten Thema, wie hat es in die Branche jetzt in diesen 45 Jahren aus Ihrer Erfahrung heraus entwickelt? Ja? Damals von den Anfängern, jetzt zusammen im Jahre 2021. Ja? Was hat sich da alles getan? Also, das war ja heute eigentlich schon unser Thema am Anfang. Natürlich haben wir eine gigantische technische Entwicklung hinter uns. Und die Jungen werden sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass man dieses Geschäft ohne Internet, ohne Handy aufbaut. Mein erstes Mobiltelefon kam in den 80er Jahren, wohnte im Kofferraum meines Autos. Es war so groß wie mein Reisekoffer und kostete ein Vermögen. So, das hat sich rasant geändert. Unglaublich. Ne? So. Kommt da jetzt ihr gutes altes Nokia, oder? Ja, genau. Das Schöne ist ja damals, wenn man dieses Telefon hatte, da war man wer, ja, weil das konnte man aufklappen. Ja, ja. Stark. Ich habe das geliebt, ne? Ja. Es war zugleich wie eine Waffe,
Weil es, wenn es das wenn nachgeworfen hast, das hat richtig wehgetan. Ja, also. Absolut, das ist schön, ja. Oh. Ja, da bin ich ein bisschen oldschool. Ja, die Tasten vermisse ich auch noch ein bisschen. So alles ja. So ein glatter Bildschirm. Also das hat sich natürlich verändert. So. Was sich noch verändert hat, ist, die Auswahl ist größer, sprachen wir auch schon davon. Immer mehr Unternehmen erkennen den, auch für das Unternehmen, den Reiz dieser Vertriebsform. Wir haben im Handel eine starke Konzentration, sodass die Hersteller alle den Erpressungsversuchen der großen Handelsketten ausgeliefert sind und alle suchen händeringend nach alternativen Vertriebswegen. Und da bietet sich natürlich Network Marketing als ein Weg an. Und deswegen gibt es immer mehr Firmen. Wir sprachen schon davon, die Auswahl wird ein bisschen schwieriger und das Geschäft wird ein bisschen härter, muss ich auch zugeben, weil die Anzahl der Firmen schneller gewachsen ist als die Anzahl der Leute, die das Geschäft betreiben wollen. Also wir sprachen ja vorhin von der, ich nenne es mal schlappen Million oder für Österreich gesagt 100.000. So, da klopfen sich heute nicht mehr 4 oder 5 Firmen drum oder 10, sondern da klopfen sich heute vielleicht 100 Firmen um diese Leute. So. Das heißt also, wir haben heute mehr Arbeit, uns abzugrenzen gegenüber anderen Anbietern. Aber es ist deswegen nicht wesentlich schwieriger geworden, denn eines hat sich nicht verändert, nämlich die Menschen. Die Menschen brauchen Hunderttausende von Jahren, um sich gravierend zu ändern. Der Steinzeit-Neandertaler, der lebt immer noch ganz tief drin, hier in unserem Stammhirn mit seinen alten Ängsten, seinen alten Hoffnungen. So. Der Mensch tickt nach wie vor gleich. Jeder sucht seinen Vorteil. Fast alle haben Angst vor Misserfolg, vor Ablehnung, vor nicht geliebt werden. Insofern macht es das Geschäft einfacher, wenn wir uns nicht mit den Techniken beschäftigen, sondern mit den Menschen beschäftigen. So wie das klingt jetzt technokratisch, ist auch nicht abwertend gemeint, aber wie funktioniert der Mensch? So. Wenn wir uns damit beschäftigen, so, dann ist das Geschäft einfach. Es ist wirklich einfach. Mensch, was kostet denn ein Lächeln? Wenn ich mich heute umschaue, wie wenig Leute lächeln. Was kostet es denn, freundlich zu sein? Was kostet es denn, nicht immer ich zu sagen, sondern auch mal du oder sie? Was kostet es denn, auf den anderen zuzugehen? Was kostet es, mal hinzuhören und nicht selber immer nur zu texten und zu tönen? Wenn wir uns darauf einlassen, dann ist das Geschäft einfach. Dann geht das alte Prinzip vor 40 Jahren wie jetzt. Baue eine Beziehung auf, das Geschäft ist dann kein Problem mehr. Heute versuchen Leute zuerst einmal diesen Schritt zu überspringen, sagen, ich hau denen gleich mal das Geschäft um die Ohren, in der Hoffnung, dass irgendwann Beziehung kommt. Nein. Nach wie vor, und das hat sich auch nicht geändert, der Käufer kauft den Verkäufer. Also erst einmal sage ich Ja zu dem anderen Menschen. Und wenn ich den mag, dann muss das Geschäft, ich sage es jetzt mal ein bisschen sarkastisch, gar nicht mehr so gut sein. Ja. Weil wenn ich den Herrn Stratner mag, dann will ich mit dem was machen. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, was der treibt, weil ich sage, mein, so ein netter Mensch, der kann doch keinen Scheiß machen. So. Ja, ich sage, also, alle drei Monate am Luxusschiff gemütlich was essen. Wäre zum Beispiel was. Am Tischchen sitzen und ein Gläschen trinken, ja, das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Ja, richtig, genau. So. Also insofern denke ich, das Geschäft hat sich verändert. Es ist in manchen Bereichen schwieriger geworden, in anderen Bereichen wieder sehr viel einfacher. Einfacher ist zum Beispiel eines geworden, es gibt heute, nennen wir es mal, ein Network-Marketing-Bewusstsein. Damals kannte das kein Schwein, ehrlich gesagt. Wie, was ist das, nie gehört? Und dann gab es wilde Spekulationen. Heute Network-Marketing, Direktvertriebsstruktur, ja, da kenne ich einen, der hat das gemacht, so. Also das ist etwas Vertrautes, was nicht heißt, dass es die Vorurteile nicht gibt, aber es ist nichts mehr Exotisches. Und da seid ihr ja übrigens in Österreich ja viel besser dran als wir in Deutschland. Ihr habt ja diese Untergruppe in eurer Handelskammer, ne? Ja. Für Network finde ich klasse, wenn wir in Deutschland nur so weit wären. Toll. Ja, gibt es aber in Deutschland draußen überhaupt so Berufsverbände, wie es bei uns gibt, mit Wirtschaftskammer? Ich glaube, das gibt es draußen gar nicht, oder? Wirtschaftskammer nicht. Wir sind die Schmuddelkinder. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ja. Es gibt Verbände, 3 verschiedene Verbände, aber keine Unterordnung von der Handelskammer, wie es bei euch in Österreich der Fall ist. Fand ich großartig.
Ich durfte übrigens auch mal in Graz, war ich da, das fand ich ganz toll. Der hat mich sogar einmal zu einem Vortrag eingeladen, ne? Auch schon 20 Jahre. Ja, genau, das war mit dem Peter Krasser zusammen. Ja, ja genau, richtig. Ja, genau. Ja, richtig, ja. Na, also wirklich spannend, ja. Wie sieht die Zukunft aus für Network Marketing? Also da werden wir, da wird ja noch einiges kommen, aber Zukunftsaussichten? Ja, also beobachte jetzt gerade einen spannenden Prozess. Zwei Geschäftsformen laufen hier langsam zusammen, so meine Beobachtung. Nämlich einerseits das gute alte Network Marketing, auf der anderen Seite das Online Marketing. Also die neuen Techniken spielen hier ganz stark rein. Es wird mehr gearbeitet mit Video. Das ist ja der Sinn, warum wir zusammensitzen, über Social Media und über diese ganzen Kanäle und Mechanismen. So, die kommen jetzt immer mehr zusammen. Es wird so eine, ja, eine Mischung sein, Network Marketing, Online Marketing. Fast jede Firma, also zumindest weiß ich das von den ganzen Produktfirmen, haben mehr oder weniger gute Online-Shops. So, das ist ja eigentlich schon Online-Marketing. Jeder Vertriebspartner oder viele Vertriebspartner, ich weiß nicht, bei welchen Firmen das so ist, aber die meisten, kriegen einen eigenen Online-Shop, so eigenen Zugang. So, das heißt also, hier wachsen zwei Industrien zusammen. Meine Analyse ist, das Geschäft wird schneller werden und internationaler. Also schneller einfach durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Internationaler, die jungen Leute, für die ist Englisch heute selbstverständlich. Englisch ist auch die Sprache des Internets. So, also das Geschäft wird globaler. Durch das Internet können wir auch rund um den Globus Geschäfte machen. Also das sind so zwei Megatrends, die ich da sehe. Und das Geschäft wird noch demokratischer, weil es billiger ist. Wir sprachen ja von den Kosten. Ich meine, überall gibt es irgendwelche Einstiegsgebühren und sowas, aber die Kommunikationskosten sind heute so viel geringer. Ja. So. Also ich kann mich heute mit der ganzen Welt unterhalten und so wie wir zwei jetzt, ich meine, wir sind ja auch, ja, ich würde mal sagen, grob 1000 Kilometer voneinander entfernt im Moment. So. Ja, früher hat man sich in den Flieger gesetzt und das Fliegen war richtig teuer in den alten Zeiten. So. Und ich kenne viele Partner, die sitzen hier in Deutschland und machen hervorragende Geschäfte mit Asien. So haben da ganzes Team aufgebaut. So. Also da sehe ich eine Beschleunigung, eine Internationalisierung und eine Demokratisierung. Das Geschäft wird für mehr Menschen möglich sein. Und jetzt kommt eine zweischneidige Geschichte. Es wird für mehr Menschen möglich sein müssen. Denn wir leben gerade in Zeiten großer Verwerfungen. Firmen gehen pleite durch die Pandemie, andere Firmen werden durch, ich sage jetzt mal, Energiewende, Trend zum Elektroauto, da werden Menschen ihre Arbeit verlieren. So, und zwar in hohem Maße, und zwar mehr Leute Arbeit verlieren, als neue Arbeitsplätze nachkommen. Digitalisierung, Robotik kommt dazu, viele Arbeitsplätze wird es einfach nicht mehr geben. Und da glaube ich nicht an die Optimisten, die sagen, ja, da gibt es ja dann neue Arbeitsplätze. Dann frage ich den immer, du, das musst du mir mal erklären, willst du dann also einen 55-jährigen Gabelstaplerfahrer nochmal schnell umschulen zum IT-Spezialisten oder zum Digitalisierungsfachmann? So, das ist herb auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das ist unsere Chance. Den haben wir ein Angebot zu machen. Network Marketing ist so stinkeinfach zu erlernen. Ich brauche nur zwei Dinge, Mut und Fleiß. Und dann kann ich mir darauf eine neue Karriere aufbauen, eine unabhängige Karriere, und bin nie wieder angewiesen von einem Arbeitgeber, der irgendwann irgendwelche Entscheidungen trifft, ne, die dann vielleicht meine Existenz bedrohen können. Insofern bin ich sehr guter Dinge, was Network Marketing in der Zukunft angeht. Mhm. Mir ist also so etwas eingefallen, wie Sie gesagt haben, von der Geschwindigkeit her, es wird immer schneller. Und dort ist es dieser Gedanke gekommen, wie schaut es dann mit der Persönlichkeitsentwicklung aus? Weil Erfolg hat ja auch etwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass die Persönlichkeit mitwächst mit dem Erfolg. Jetzt ist die Frage, wenn es zu schnell geht, ja, das heißt, ich kenne wirklich jemanden, junge Dame, die ist jetzt da anscheinend wirklich in einem Jahr höchste Karrierestufe. Hält es der Kopf überhaupt aus, wenn man auf einmal 100.000 Euro im Monat hat? Na, ich sag's mal so, diese Leute sind tatsächlich sehr gefährdet. Ich kenne auch so ein paar Beispiele.
Aber wir dürfen nicht viel Geld verdienen mit Erfolg verwechseln. Ja. Also ich kenne eine Menge Leute, die sehr schnell sehr viel Geld verdient haben, aber richtig ist, wenn die da jetzt nicht da etwas an sich arbeiten, dann kann es auch sein, dass das ganz schnell wieder weg ist. Aber auch hier habe ich große Hoffnung. Ich kenne keine andere Branche, wo auch wieder vom System schon so viel getan wird für die persönliche Entwicklung der Menschen. So, wo gibt es so viele Schulungen? Und da geht es immer um solche Dinge. Warum? Weil wir es mit Selbstständigen zu tun haben. Ein Selbstständiger kann sich nicht in die soziale Hängematte schmeißen und nach der Gewerkschaft rufen, sondern er muss selbst etwas für sein Innenleben tun und selbst sich zum Unternehmer entwickeln. Und dabei wird ihm so sehr geholfen wie in keiner anderen Branche. Als Angestellter ist man ja nur bedingt von der Geschäftsleitung daran interessiert, dass jemand sich persönlich entwickelt. Dann wird er zu gut, kündigt und geht zur Konkurrenz. Ja. So, also es ist immer so ein Balance-Stück. Ja, ein bisschen tun wir was für unsere Leute, aber nicht zu gut, sonst wird der frech, will mehr Gehalt oder haut ab. Ja. Wenn hier ist jeder daran interessiert, dass der andere so gut wie möglich wird, der soll mich überholen, der soll dreimal so viel verdienen wie ich, dann geht es mir auch gut. Aber da sind auch wieder die Dinge, was ich erlebt habe, wenn dann dich dein Team zu überholen beginnt, wo du nochmal stolz drauf sein kannst, ja, beginnen dann ab und zu die Hahnenkämpfe. Aber das hat wieder mit Persönlichkeit zu tun. Ich sage immer so, es kann da nichts Schöneres passieren. Du hast dein Team aufgebaut, 10 Leute, und triffst die alle halben Jahr gemeinsam auf einen Luxusdampfer und fragst einfach, wie geht's dir? Wie war dein letztes halbes Jahr? Übrigens, den Champagner bezahle ich. Ja? Solche Gedanken, glaube ich, braucht man. Ja? Absolut, ja, das stimmt so. Na gut, ich meine, ein Grund dafür ist, natürlich zieht dieses Geschäft auch Egomanen an wie ein Honigtopf. Denn in keinem anderen Geschäft gibt es so viel Bestätigung. Also kaum zuckst du ein bisschen, zerren sie dich auf die nächste Bühne und heften dir einen Orden an. So. Zuckst du ein bisschen mehr, gibt es dann die nächste Kette, ne? Das kriegst du dann, also das Kreuz mit Eichen und Schwertern und Eichenlaub. Ne? So. Also das lockt Leute an, die scharf sind auf Bestätigung. Und meine Erfahrung ist, dass das meistens sogar mehr motiviert als das Geld, was die Leute verdienen können. Mhm. Und gut, da muss man eben schauen, dass man das einigermaßen einhegt und eben mit den Leuten daran arbeiten, dass sie, ja, wie soll man sagen, dass sie die Kurve kriegen. Die Kurve ist so, die meisten fangen an mit einem schwachen Selbstwertgefühl, dann peppeln wir sie hoch, du kannst das, du schaffst das, ich glaube an dich, du bist der Beste, du bist der Größte. So, dann werden sie der Größte. So, und dann muss man langsam wieder zurückrudern, dass sie langsam wieder runterkommen. Nicht mit dem Geschäft, aber mit diesem aufgeblähten, ich bin der Ober-Rambo, sodass sich das dann einlevelt. So. Dann haben wir eine wirklich fantastische Führungskraft. Na, also die Zukunftsaussichten sind wirklich mehr als nur rosig. Ja? Und ich glaube, die letzten 1,5 Jahre, die wir jetzt da schon miterlebt haben mit dem ganzen Mr. und Mrs. C, ja, ich nenne jetzt bewusst den Namen nicht, ja, hat, glaube ich, bei vielen auch die Chance geweckt, Veränderung anzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Die Leute, die in die Zukunft blicken mit positiven Gedanken, die werden es auch richtig gut haben in der Zukunft. Ja. Absolut. Das kann ich nur uneingeschränkt, da kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Ja. Ich sage vielen Dank für den Einblick in die Network-Branche über die ganzen Jahrzehnte jetzt da. Jetzt an die ganzen Zuschauer, wenn euch das Ganze gefallen hat mit Herrn Strachowitz und mir zusammen, wo wir ein bisschen so über die Branche fachsimpeln, natürlich auch lachen, weil das gehört auch dazu, das soll positive Vibes verbreiten, dann natürlich Daumen nach oben und was auch wichtig ist, schreibt hinten einfach oder unten die Kommentare dazu, was hat euch gefallen, worauf können wir vielleicht ein bisschen detaillierter eingehen und vielleicht nimmt sich der Strachowitz Zeit, wenn viele Kommentare kommen und viele Daumen nach oben, dass wir ein spezielles Q&A-Video machen, sprich Fragen und Antworten. Ja? Also in dem Sinne sage ich vielen Dank, Herr Strachowitz, für die Zeit, ja? Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal hören. Dankeschön. Es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Gerne.